Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In Zeiten von Internet und Online-Shops ist es heutzutage wesentlich einfacher an, wie man es früher nannte, an Ehehygieneartikel zu kommen, als noch vor ein paar Jahrzehnten. Viele von mit vielleicht etwas älterem Semester wissen jetzt, wovon ich rede. Die, die noch jünger sind, werden wahrscheinlich dieses Wort gar nicht mehr kennen. Es geht um Sexshops. Vorsicht, aber jetzt nicht Stopp drücken, es wird nicht schlüpfrig heute, sondern ich habe einen Sexshop gefunden, der so etwas heraussticht in der Masse dessen, was man online oder auch in den Städten findet. Nämlich dieser schreibt sich was ganz Besonderes auf die Fahne. Was genau? Da fragen wir mal denjenigen, der unter anderem diesen Sexshop mit gegründet hat. Jetzt hier bei Beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast Gerhard Peters, Mitgründer vom ersten Sexshop mit christlichen Werten, Schöner Lieben, aus Bielefeld. Herr Peters, Sie haben einen Online-Sexshop, schönerlieben.de heißt dieser. Und wenn man dort im Internet auf die Seite geht, da sieht man bunte Bilder in kleinen Kacheln, den Shop mit einzelnen Produkten, der sich nicht unbedingt von anderen Sexshops unterscheidet. Auch hier gibt es Spielzeuge, Gels und anderes. Was man aber nicht findet, und das ist ja relativ untypisch eigentlich für einen Sexshop, das sind nackte Menschen. Warum nicht? Wir haben uns ja mit Absicht, wie sage ich das jetzt, wir vermeiden immer sagen zu wollen, dass wir ein christlicher Shop sind. Wir sind ein Shop mit christlichen Werten. Und wir haben uns gesagt, wir wollen den Fokus auf Paare richten, also Partnerschaft, feste Partnerschaft als Wert. Und da war der Gedanke, wir wollen keine Ablenkung schaffen, daher auch keine nackte Haut zeigen, damit der Fokus einfach nur hundertprozentig auf dem Partner liegt, auch beim Shoppen. Sie haben ja gerade gesagt, Herr Peters, dass Ihrem Sexshop ja christliche Werte zugrunde liegen. Welche Werte sind das denn genau? Können Sie die vielleicht uns ein bisschen beschreiben, damit wir da einen Einblick bekommen? Einmal ganz klar die Partnerschaft. Als einer der Hauptpunkte. Dann Nachhaltigkeit. Das lässt sich aktuell noch schwer umsetzen, weil viele Hersteller da noch nicht ganz so mitgehen, aber wir versuchen immer mehr den Shop daran auszurichten, dass wir Produkte anbieten, die nachhaltig produziert sind. Ein paar haben wir schon drin, die auch ne, so Bio-Gleitgel oder ähnliches, und das ist so auch ein ganz fester Wert, ja. Wie sind Sie denn eigentlich damals auf die Idee gekommen, zusammen mit anderen diesen Sexshop zu gründen? Was war denn die Idee eigentlich? Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Wir saßen damals noch zu dritt zusammen und haben einfach ein bisschen rumgesponnen. Das ist jetzt knapp 3 Jahre her. Also Silvester vor 2,5, 3 Jahren. Und haben uns überlegt, was können wir denn machen? Wir wollten ein Gewerbe aufmachen und hatten alle möglichen Ideen. Und irgendwie kam diese Idee auf. Ich weiß nicht mehr genau, wer von uns dreien die hatte, und wir fanden das spannend, haben da so ein bisschen hin und her überlegt und haben uns gedacht, doch, das ist es, das machen wir. Ja. Okay. Wie hat denn die evangelische Kirche auf ihre Gründung reagiert, quasi einen Sexshop mit christlichen Werten aufzubauen? Gab es da Vorbehalte, Unterstützung? Wie war denn da der Kontakt mit der Kirche im Gesamten eigentlich? Mit der evangelischen Kirche hatten wir ganz zu Anfang relativ wenig Erfahrung. Wir haben so ein paar Mails rausgeschickt, um einfach mal ein bisschen Feedback einzuholen. Aber von der evangelischen Kirche offiziell kam da kein Statement. Also das wurde uns auch so gesagt, wir wollen da im Moment noch nichts wirklich zu abgeben. Wir waren dann ja dieses Jahr im Mai, war das glaube ich, auf dem Kirchentag in Dortmund. Und da war das Feedback dann doch durchaus positiv. Alleine schon, dass wir dahin konnten, war irgendwie so ein leichtes Gutheißen unserer Sache für uns. Ja. Und das hat auch relativ gut geklappt, auf dem Kirchentag einen Stand aufzubauen? Also da gab es gar keine Probleme? Ganz problemlos war das nicht, aber das lag eher an der Kommunikation. Da hatten wir ein Schreiben verfasst und so ein bisschen unser Konzept vorgestellt. Und wie wir den Stand planen, und das wurde wohl falsch verstanden, und mit ein bisschen hin und her haben wir das dann gerade gerückt und dann stand dem auch nichts mehr im Weg. So ein bisschen hat sich da auch noch der ERF eingeschaltet und
Da hatten wir nämlich kurz vorher ein Interview und die fanden das so gut. Und ja, das ging dann doch ziemlich problemlos. Hm. Muss man noch erklären, ERF, für die, die es nicht kennen, ist der Evangelische Rundfunk. Herr Peters, ich habe mich so ein bisschen natürlich auch im Vorfeld informiert über dieses Thema und habe gesehen, dass es in den Niederlanden und in den USA ja solche Sexshops mit christlichen Werten schon gibt. Haben Sie dort die Geschäfte im Vorfeld auch mal besucht oder mit denen mal gesprochen, wie die das Konzept haben? Auf jeden Fall. Also wir haben ziemlich viel Recherche betrieben und uns sind dann auch die Shops aus den verschiedenen Ländern irgendwie aufgefallen. In den USA sind es, glaube ich, 3. In Holland gibt es einen, der ist auch immer noch erreichbar. Ist ein bisschen veraltet zwar vom Design, aber den gibt es noch. In England gab es auch mal einen. Ja, wir haben da auf jeden Fall geguckt. Teilweise kam das unseren Vorstellungen ziemlich nah, teilweise auch nicht. Und ja, haben dann unseren Weg gefunden und sind da auch ganz zufrieden mit. Sie fordern ja auch, so habe ich es zumindest in einem Bericht gelesen auf evangelisch.de, dass das Thema Sex auch innerhalb der christlichen Gemeinschaft zu einem offenen Gesprächsthema werden soll. Ist da die Kirche offener geworden oder reicht Ihnen das immer noch nicht? Also ich würde sagen, das ist schwer zu beantworten, weil wir die Kirche an sich gar nicht so sehen. Ich würde ja nicht sagen, es gibt eine Kirche. Da gibt es die katholische, die evangelische und wer weiß, wie viele kleinere Kirchen. Und da ist dann entsprechend auch viel Varianz in dem Thema. Und teilweise wird das Thema gut behandelt, teilweise aber sehr, sehr stiefmütterlich, würde ich sagen. Also da wird einfach nicht drüber geredet. Das ist Tabu und das wollen wir eigentlich aufbrechen. Deshalb sehen wir unseren Shop halt auch nicht einfach nur als normalen Shop, sondern irgendwie auch als Statement dafür, dass man sich mit Sexualität beschäftigt, vor allem als Christ irgendwie auch. Sie haben ja ein ziemliches Medienbeben mit Ihrem Online-Shop ausgelöst. Zeitungen sind auf Sie aufmerksam geworden, Radiostationen haben Sie eben schon gesagt. Hätten Sie im Vorfeld damit gerechnet, dass das so polarisiert und die Medien interessiert, was Sie da vorhaben und umsetzen? Medientechnisch nicht. Wir haben eher mit einem Shitstorm irgendwie gerechnet, von Kirchenseite aus. Und das war auch das erste Jahr über unsere Hoffnung eigentlich, um bekannt zu werden, ist aber ausgeblieben. Und da waren wir dann doch relativ erstaunt darüber, was alles Positives über uns geschrieben wurde und was wir auch für, wir haben Unmengen an wirklich netten Mails von, nicht unbedingt von Kunden, aber von Menschen, die irgendwo über uns gelesen haben, bekommen, die das einfach gut finden, die einfach mal sagen wollten, ach toll, dass es sowas gibt, war schon lange mal fällig oder ähnliches. Und das ermutigt einen natürlich. Das ist, mit so einem Echo haben wir schon eher weniger gerechnet. Im Internet können Sie ja nicht so gut auf sozialen Medien werben, weil ich glaube unter anderem Facebook ist ja verbietet, mit sexuellem Inhalt Werbung zu machen. Jetzt habe ich mich gefragt, wie kommen Sie denn dann quasi an Ihre Zielgruppe denn ran? Was ist Ihr Konzept dabei? Aktuell ist unser Hauptkanal wirklich die Presse, immer noch. Da läuft auch immer noch einiges. Jetzt wollen wir so langsam klassische Kanäle ausschöpfen, wie einfach Plakatwerbung und ähnliches, dass man da so ein bisschen was macht. Weil über die Medien, Facebook, Instagram und so weiter, dürfen wir wirklich keine Werbung schalten. Ist schade, aber müssen wir mit leben. Ich habe mich im Vorfeld ja auch mit Ihrer Seite auseinandergesetzt und so ein bisschen rumgesurft und mir die Sachen angeschaut. Und mir ist aufgefallen, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege oder was Falsches sage, dass das Angebot für heterosexuelle Paare ja vorhanden ist. Aber was ist denn mit dem Angebot für beispielsweise homosexuelle Paare? Da habe ich jetzt so konkret nichts gefunden. Zum Teil schon, zum Teil nicht. Ganz ehrlich, haben wir den Fokus da einfach noch nicht so stark drauf gesetzt, weil es auch vor allem in den christlichen Kreisen eine starke Minderheit ist und weil wir ja als normales Geschäft irgendwie unseren Fokus ja auf eine größere Zielgruppe setzen müssen, um auch einfach ein bisschen Geld zu verdienen. Ist ganz blöd gesagt, aber wir machen das ja auch alle nur nebenbei. Wir machen das alle nur nebenberuflich und ganz ehrlich, haben wir einfach noch nicht genug Zeit und Muße gehabt, uns da so tief mit zu beschäftigen und das wirklich voranzubringen. Das ist geplant,
da ein bisschen mehr sich mit zu beschäftigen und auch einen guten Weg zu finden, weil Homosexualität ist in christlichen Kreisen ja teilweise auch immer noch irgendwie ein strittiges Thema, je nachdem, mit welcher Glaubensrichtung im Christlichen man sich da befasst. Und wir müssen da ja auch einen Weg finden, der irgendwie einigermaßen funktioniert. Aber definitiv wollen wir keine Homosexuellen ausschließen und das ist auf jeden Fall dran, das Thema, und da arbeiten wir auch dran. Jetzt sind Sie ja auch junge Gründer, also Junggründer, Sie haben eine Firma aufgebaut und haben wahrscheinlich auch in dem Zug die TV-Show Höhle der Löwen vielleicht auch mal gesehen oder erkennen das Konzept. War das für Sie mal interessant, mit Ihrem Sexshop, mit den christlichen Werten und dem Angebot auch an dieser Show mal teilzunehmen, oder war das für Sie nie irgendwie ein Thema gewesen? Wie war das oder wie ist das? Wir haben mit dem Gedanken wirklich gespielt. Allerdings denken wir, ja, man könnte da vielleicht ein bisschen Bekanntheitsgrad durchbekommen, aber ein Investment wäre da eher nicht drin, weil Höhle der Löwen doch eher auf Produkte ausgerichtet ist und nicht auf fertige Shopsysteme. Deshalb würde da wahrscheinlich vor uns nichts rausspringen. Aber zu dem Thema, wir sind gerade dabei, Investoren zu suchen wirklich. Aber auf dem klassischen Wege, nicht übers Fernsehen. Und wir hoffen, dass da ein bisschen was rausspringt, damit wir halt auch ein bisschen mehr Zeit alle haben, damit wir uns mehr mit der Thematik beschäftigen können und einfach den Shop verbessern können und auch mehr Leute abholen können und das alles einfach noch schöner machen, ja. Was ist denn Ihre persönliche Vision für den Sexshop, beziehungsweise auch die Vision Ihrer drei Mitgründer? Gibt es da irgendwie Ideen, sagen wir mal, für die nächsten 10, 15 Jahren, wenn man so ein bisschen in die Zukunft blicken, wird es irgendwann eigene Läden in Städten geben? Was schwebt Ihnen dann davor? Was haben Sie vielleicht noch geplant? Geben Sie uns so einen kleinen Ausblick vielleicht. Da haben wir viele. Wir sind ja auch zu viert und jeder hat seine eigenen Ideen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich Läden in Einkaufspassagen oder so machen würden. Ich glaube, dafür ist die Zielgruppe doch zu speziell und dafür ist das Thema auch zu speziell. Aber was wir definitiv gerne machen würden, ist eigene Produkte entwickeln, halt auch unter dem nachhaltigen Aspekt. Und ja, auf jeden Fall Wachstum. Also 15 Jahre weiß ich nicht, aber in den nächsten 5 Jahren wollen wir alle eigentlich hauptberuflich arbeiten und unsere eigenen Produkte hoffentlich schon in den nächsten 5 Jahren verkaufen. Ja, das ist so, das wäre eine schöne Aussicht. Herr Peters, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit mir über Deutschlands ersten Sexshop mit christlichen Werten zu sprechen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Wenn du zu diesem Thema noch was loswerden willst, dann kommentiere gerne in den sozialen Medien, unter anderem bei Facebook, Instagram oder Twitter, oder aber du schreibst eine E-Mail an b-redet@gmx.de. Ich bin sehr gespannt, was du zu diesem Sexshop zu sagen hast. Bis nächste Woche und bleib neugierig.